Behemes hogus, hogus, veogisabei, hasne dafkelam. Hasne dafkelam. Vogisa mirufen, vogisa trachten. Ich halte das nicht, dass sie trachten, trachten ich, es mein sein hereingetan, sein übergegeben, sein Mosul übergegeben zu lernen. Holtum lernen, hogus leiv. Was heißt hogus leiv? Das ist der Hogus von dem Herz, das ist nicht für mich. Wo gießt euch nicht mit mir? Ich kann eine Sache reden. Was haben gelernt mit dem Kopf? Mit dem Kopf haben sie gelernt. Und gerade gute Cap. Aber dann, wo gießt euch bei jemandem, bei Leila, und das haben sie nicht mit keinem gelernt. Wo gießt euch ist Teier halten? Jetzt mehr eine emotionale Pule. Sie mit dem Gefühl, mit dem Regisch, mit dem Herzen. Holt haben die Teere, lieb haben. Sehen hier die Licht, die Grieße. Die Grieße, etwas zudrückende Tiere zu sich. Wenn man nimmt auch diese Sefer Tiere, ist ein jüdischer Minig mit Kuschtier. Was drückt euch der Kuschen die Sefer Tiere? Lombes? Genes? Amkes? Wir können seine Grieße rampen. Und sagt mit mir, kun ich schockene mich schicke Spicher, ki tevo de decho mi join. Das wenn einer ist verliebt in der Tiere. Poste Liebe, wenn man kuscht, wenn man holt. Ein Vater geht ein Kusch an Sohn, weil er hat ihn holt. Eine Mutter kuscht ihr Kind. Sie drückt zu ihrer Brust und kuscht dem Kind, weil es ist Liebe. Das ist nicht kein Limut, das ist Hogus. Es durchsagt, mein ganzes Leben ist konzentriert darum, der Tere. Und der Tere habe ich keinen Wert nicht. Das ist ein Wert, wenn Tere wird ein Wert. Mein Ezer, mein Reichtum. Das ist ein besonderer Loche, von wo gießt er bei jemandem, wo Leila. Es meint noch, er soll sitzen und schocken, sag ich wieder Gemorre. Es meint, wo du gehst, sei es dir gut. Es ist dir gut, da jede Matzliach einmal. Es ist ein Tag bei ihm. Es ist Tag, es ist wichtig. Und als Matzliach gewinnt, hat er ein paar Sachen. Welcher Halteier, ich cherische es. Ein paar Sachen. Darf er wissen sein, dass er nur ein Wert, ein Eizer, was er wichtig ist. Und das sind die Teere. Yeshua, du stod den einen, mein Lamedalef Melochin, mit der Gräse Medine. Gräse Medine, Erfolg, was ich gewinne, Wodin, ist plötzlich bekommen sie Freiheit. Und alle Feinde werden fallen von dir. Und Schimme, und dein Ruhm, your fame, wird verspreiten bei der ganzen Welt. Und ich sag, kannst doch meinen an die Medine, kannst doch meinen an die Land, kannst doch meinen an die jüdische Freiheit, das ist die wichtigste Sache bei dir. Nein, Yeshua, du machst das alles. Wei ha gissa bei. Und ich amal Yeshua, es hat kommen Zeiten, wenn es sein schlecht. Wenn ein Mais in der Hai, es verlieren ein Kampf, es hat dir durch den Eppes plötzlich, da der Aschgoch hat sich auch getan von dir. Sollst du nicht zu viel fallen bei sich, weil du hast Eppes, was kann dir ständig trösten. Das ist wo gissa bei, wie jemand wolle, wenn es ist Nacht bei dir. Das hat zu Limut nicht zu tun. Das ist eine Wertbeziehung. Es ist eine Beziehung von Liebe, von emotionaler Warmkeit. Es punkt wie eine Mutter, sehr die Kind hier, die kleine Kind, wird ihr warm im Herzen. Es wird warm. Und keine Geschbinne, sonst keine Machschaves. Was er sieht auf die Tiere sein. Wo gießt er bei ihm und bei Leila? Ihr wisst, wer es hat voneinander entwickelt sehr. Meine Limut, wissen wir, was Limut ist? Wer hat entwickelt die Idee von wo gießt er bei ihm und bei Leila? Die Liebe, Havas, Tere, übergegebene Tere, ist Makros zu der Tere. Ja, weißt wer? Der Rabbi, das ist David Amelach in Tman Joapi. Er hat lehnt in Tman Joapi. Ich weiß, er redet gar nicht wegen Lomdes, also viel. Er redet nicht wegen Gräse Schuri. Er redet dort nicht wegen Genes. Wegen was redet er? Ki neir le raglit vorecho, ve eirlin si vasi. Es ist mein Licht. Es ist mein Licht! Und wenn es ist finster, wenn es wird finster bei mir. Und etwas auf dem Herzen ist und mit dir. Und ein Mensch kommt einmal in eine schlechte Stimmung. Ihr wisst doch, man fühlt sich einsam. Und man fühlt sich einmal frustrated und verloren. Und ich... Lulei te roscho shashoi. Ki oza wadeti beonji. Und wer noch, wenn er hier, dass er durchgegangen ist, ich will nicht suchen mit David. Aber aufgehalten hat ihm aufgehalten die Tiere. Das ist wohl gissa bei jemandem, bei Leila. Und ich hab auch durchzumach einmal gesagt in Schier. Hier bin ich sehr weit von David Amelach. No, hier bin ich aufgezogen geworden in ein Haus, nicht nur, wo man gelernt hat, man hat gelernt, dass ich sagte,
aber wo Tere ist gewähnt das Hauptinteresse im Leben. Nehmt von mir weg die Tere, ist nehmt ihr weg mir, hab ich nicht was zu leben. Hab ich nicht keine Ideale im Leben, aber keine Sachen. Fällt alles ein bei mir, fällt alles ein. Ich will nicht helfen, nicht meine Familie, nicht meine Kinder, keine Sache, nicht meine guten Freunde. Es ist nur der Rostrosch der Schuhe, also weit über ihn. Ich sage, ich habe es schon einmal gesagt, immer bei einem Schirr, macht das als Überchaser nichts da. Einmal für ein Mensch fällt rein in eine schlechte Stimmung. Und nicht nur Business-Leute fallen rein in eine schlechte Stimmung, es verlieren Geld. Nur ein Ruf kann ich reinfallen, aber es ist doch einmal hat er noch mehr Ursache zu sein in einer schlechten Stimmung, weil jedes verliert Geld. Einmal ist. Und einmal leidet man, einmal geht man durch persönliche Leiden, persönliche Isserin. Das Leben ist nicht ständig glatt. Is BMS is, weißt du doch, in der Heinte, und mehr Menschen leiden nach Heinte Sach. Der leidet von Frustration, der von Loneliness, von Einsamkeit, und der von Boredom, der ist von Langweile, und der weiß Latin, so, weißt du doch, ich da auf der Ruf, Doktorin mit Psychiatrist, mit Sedatives und mit Tranquilizers, mit allen guten Sachen. Ich weiß nicht, sie helfen sie nicht, weiß ich nicht, ich habe noch keinmal genommen kein Sedative. Ich habe vielleicht kein Buffer nicht genommen kein Tablet. Sie glauben mir alle Sachen. Ich nehme kein Aspirin, ich nehme kein Buffer, ich nehme das nicht. Ich weiß nicht, was. Nur ich habe einen Tranquilizer. Der Tranquilizer ist bei mir ein Sedatives genommen. Und ich habe ihm gesagt, wenn er eine Mühle von der Abonnen Kedische Lulli war der Schirm, der Lammet stand und Bruch auf dem Lachrem, und er vertiefte in der Beine mit Roven. Is etwas vielleicht wie eine soothing hand, wie eine mutterliche Hand, die mir glätten über den Kopf, und sagt mir, Scheiteiner, du bist doch nicht allein, Scheiteiner. Bist allein? Du, im Fenei seid dabei, und seid das Robin, das ist der Rambam, und das ist der Rabbi Kiweger, und das ist Rabbi Jechen, und mir sagt, ich fühle mich, Rabbi, und mir ist doch in good company, sagt. In feiner Gesellschaft. Und bislach weiß, verschwinde morgen Schere bei mir. Ich sage, das ist echt meine Erfahrung. Das ist meine Therapie, Das ist meine Frage. Und das ist nur die Rostroschaschue, was erwartet die Bäume. Und bei MS Rabbi sei, wenn Ayid macht Abbroche auf Divrei Tere, ist dort zwei Nuschres. Ein Nuschres gewinnt auf Divrei Tere, das ist die Nuschres Orif, und unser Nuschres ist leassig bei Divrei Tere. Kein Lümmend hat keiner nicht reingeführt. Ich habe mir gerade gesagt, man hat gedacht, so ein Lümmend Tere. Als ich schon sehe, es war nur mit Terror. Was ist all divre Terror? Was ist etwas lassig mit divre Terror? Die Brache macht nicht Ayid auf Lernen Terror. Nein! Die Brache macht Ayid, was der Rebbeine Schlomo hat ihm gegeben die Gelegenheit. Und selbst schon der größte Chesse, der Rebbeine Schlomo hat ihm gegeben Ayiden. Also er kann sich freuen mit der Terror. Er kann haben die Terror für sich, für einen Companion, für einen Freund. Das ist Eisek, übergegeben sein. Was ist Eisek? Was ist Eisek in Remessen? Was ist Eisek, ha? Geschäftlich, sein Vernommen, sein Übergegeben, sein Smakrus, Messias Nefesh, Chibe, Liebe, das ist Eisek. Missasek sein Sach. Mir sagt, einer sagt Missasek bemäß, einer von den Shiva Krivim. Er hat holt den Vater, er sagt Missasek mit ihm. Er hat holt die Tere, er sagt Missasek mit der Tere. Das ist nicht die intellektuelle Limut, das ist die emotionale Verbindung mit der Tere. Das ist nicht Limut mit dem Meach. Das ist Hogusley, das ist die Brache. Und als die Brache ist, also ist eine Reihe. Gleich sagen wir, wie harev noa de Shemelekeinu, es divrei serosro bifinu. Wir sagen nicht, wie hoven ist sonu, wo ihr einen besserosecha, wir sagen, Havarabo. In Havarabo reden wir schon wegen Limut. Dort reden wir schon, wo ihr einen besserosecha. Da sagen wir schon, wie harev noa, so sein Sies. Die Tere soll uns helfen. Wir sollen sein zufrieden mit der Tere. Wir sollen fühlen ihre Warmkeit, ihre Süßkeit, ihr Licht. Wir sollen keine Haut haben mit der Tere. Das ist wahr, wenn wir alle Schämen erkennen, die wir es rausrufen, finden wir in Israel. Und das ist die Bärmess, die Brache.